So Leute, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Unterwelt-Action. Jetzt, wo ich nämlich Xemnas zum ersten Mal in der Welt, die niemals war, besiegt habe, wird mir auch die Möglichkeit geboten, einen weiteren Cup freizuschalten, den Mäuren-Cup. Aber da ich mich bisher nur mit dem Pech- und Schwefel-Cup befasst habe, den habe ich ja gewonnen, hier ist der Beweis, die Trophäe, muss ich noch den Cerberus- und den Titanen-Cup schaffen und erst dann wird der Mäuren-Cup freigeschalten. Und wenn ich den gewinne, bekomme ich dort nämlich ein weiteres Orichalcum Plus. Und das brauche ich ja unbedingt, um Ultima herzustellen. So, das heißt, das sollte jetzt mit Level 65er relativ rasch gehen. Turniermeldung, so, könnt ihr für ein Turnier melden, wenn ihr wollt. Der Cerberus-Cup. Sora muss alleine kämpfen. Die Drive-Liste füllt sich schneller, als sonst Sora kann Formen alleine einsetzen. Es werden keine XP vergeben. Turnierlevel 30. Bitte, ich bin 65. Da steht zwar die Unterwelt-Arena verschärft. Wahrscheinlich, weil ich auf Veteran zocke, aber das ist doch völlig wurscht. Cerberus-Cup. Let's go! Erhalten steigender Drache. Gute Balance, sehr große Angriffskraft und sehr hohe Magiekraft. Erhöht den Schaden der durch feuerbasierte Attacken verursacht um 20%. Erhalten Freudenkristalle, mysteriöse Kristalle, erfüllt von Freude. Ein sehr seltenes Material. Ja, das war der Cerberus Cup und... Wow, Alter, was erschreckst du uns denn so? Das steht einfach mal hinter mir. Soll ich vielleicht mal wieder auswechseln? Auron? Gegen Donald ausgewechselt. So. Ihr seht, wenn man auf so einem hohen Level ist, ist natürlich der Cerberus Cup total einfach. Und jetzt kommt der Titanen Cup dran. Der hat auch wieder seine eigenen Regeln. Titanen Cup, Sora muss auch wieder alleine kämpfen. Du kannst in diesem Turnier alleine Freunde herbeirufen. Und es werden wieder keine XP vergeben. Turnier Level 45. Da bin ich auch 20 Level drüber. Also, Titanen Cup, let's go!
Erhalten Genji-Schild, ein Schild mit sehr großer Angriff und Abwehrkraft, belebt schnell einen K.O. gegangenen Gefährten und stellt viel seiner HP wieder her. Und erhalten Maestro-Ring, erhöht die Maximum-AP drastisch. Tja, das war der Titanen-Cup. Schon ein bisschen schwierig, aber auch noch machbar. Und ihr seht, jetzt ist hier ein weiterer Platz frei geworden. Aber eben erst, wenn man Xenos zum ersten Mal besiegt und die anderen drei Cups geschafft hat. Erst dann kann man nämlich den Moiren Cup machen. Die Regeln, kämpfe Seite an Seite mit deinen Gefährten für dieses Turnier, gelten keine allgemeinen Regeln. Turnier Level 55. Sollte machbar sein, ne? Mit Level 65. Und halt, warum? Warum ist denn jetzt schon wieder Auron ausgewählt? Du sollst dich doch mal verpissen. Warum ist immer... Verstehe ich nicht. Verdumm. Weißt du, warum schon wieder Auron da war? Ich habe doch vorhin auch Donald gehabt. So, nochmal anmelden, bitte. Moiren Cup jetzt aber. Und es geht los. Und wenn ich den gewinne, wie gesagt, dann bekomme ich auf jeden Fall
ein weiteres Oracalcum Plus. Und dann fehlt mir nur noch ein einziges. Also, let's go! Back off!
Verhalten Unheilbringer erhöht die Angriffskraft während der MP-Aufladung um den Wert 2 und ermöglicht endlose Kombos. Kein Kombo-Abschlussangriff möglich. Erhalten Orikalkon Plus, eine extrem seltene Legierung, die in der Itemherstellung Verwendung findet. Und damit habe ich auch mit Bravour den Moiron Cup gemeistert und ja, da ist noch ein Platz frei geworden. Schon sehr seltsam, nicht wahr? Der Moiron Cup Pokal. Was ist denn jetzt hier noch zu tun? Denkt man sich? Im Prinzip noch gar nichts. Da kann ich mir jetzt auch immer sagen, ab Runde 1, 2, 3, 4, so von 1 bis 10 quasi. Also ihr seht, es gibt hier noch etwas zu tun. Es gibt noch eine Art Cup, wenn man so will, aber den freizuschalten erfordert noch einiges mehr, als nur die hier zu schaffen. Und das geht sowieso erst später im Spiel und da sollte ich Level 99 sein, also maximal Level haben wir, das ist der schwierigste von allen. Und das ohne Scherz. So, alle Materialien abgegeben. Und jetzt habe ich 7 normale Orikalkon und 6 Orikalkon Plus. Ein einziges gibt es noch und dazu müsste ich aber jede Materialart mindestens einmal gefunden und den Moris gegeben haben. Es gibt aber eben welche, die ich nur in der Hülle des Gedächtnisses bekommen kann. Das heißt, da geht es im nächsten Part mal rein. Weil sonst könnte ich mir... Gut, Königswache hat damit jetzt nichts zu tun, aber sonst könnte ich mir Ultima nie herstellen. Weil es einfach nicht anders möglich ist, wegen diesem einen Orikalkon Plus. Das haben sie doch absichtlich so gemacht, diese Entwickler-Spackos. Ist doch absichtlich so gemein gemacht worden, aber... Ihr habt gesehen, das war jetzt alles absolut kein Problem. So, warte mal, hier Items, ja. Ein neues Schlüsselschwert, was ich aber, glaube ich, auch eher nicht so benutzen werde. Und die Schild und Zauberstab für Donald Goofy ist auch nicht so gut, finde ich. Also hier Unheilbringer. Was ist denn da jetzt noch drin? Ach so, dieser blöde Maestro-Ring. Interessiert doch eh keine Sau. MP drastisch erhöhen, also die AP meine ich. Um wie viel denn? Um 5? Da ist aber der Expertenring und der kosmische Ring viel besser. Ist ja voll scheiße eigentlich. So, Memoir. Unheilbringer. Und vor allem Angriffskraft 3, aber Magie 5. Und man kann endlose Kombos machen, aber kein Kombo-Abschlussangriff ist schlecht, weil so kann man keine Bosse besiegen. Die kann man nur mit Kombo-Abschlussangriffen killen. Also, naja. Werde ich nicht benutzen, ist aber trotzdem eine nette Belohnung. Und ja, tagebuchmäßig Aufgaben. Pech und Schwefel Cup mit 2000 oder mehr Punkten gewonnen habe ich eh. Den Cerberus Cup habe ich mit 1000 oder mehr Punkten gewonnen. Scheiße, Titan Cup mit 5000 oder mehr Punkten gewinnen. Wie viele hatte ich denn? Und mit 3... Was? Warum habe ich so wenige Punkte? Aber das sieht immer noch cool. Warum? Was soll das? Hä? Ah ja, jetzt steht's hier schon. Die Paradox Cups. Ja, es gibt noch eine Pech und Schwefel Paradox Cup, Cerberus und Titan Paradox Cup, aber die habe ich ja, glaube ich, trotzdem noch nicht freigeschaltet. Warum steht das dann da schon drin? Oh, ich habe nur 2053 und hätte 3000 gebraucht? Scheibenkleister, naja. Muss ich scheinbar irgendwann nochmal machen für den Tagebucheintrag, aber sicher nicht im Let's Play. Diese Paradox Cups, ja, werde ich vielleicht schon zeigen, aber wichtiger ist eigentlich dieser eine fünfte große Cup hier, aber da muss man erstmal alles andere geschafft haben und auch alle Formen und Rufen komplett aufgelevelt haben, bevor das verfügbar ist. Also, das wird noch dauern. So, also raus hier, Mann! Es ging sich in dem Part ja wunderbar aus. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Ach, jetzt auf einmal muss ich extra die Welt dafür verlassen. Ja, genau. Der Pech und Schwefel, Cerberus und Titanen Paradox Cup hat begonnen. Ein geheimes Turnier scheint anzustehen, sprich mit Hades und teilzunehmen vor allem. Hier, was für ein Turnier ist das? Nur in diesem Turnier trifft Stärke auf Stärke. Mach ich später, Leute, mach ich später. Das läuft mir jetzt nicht weg. Aber hier... Durchsuche die Höhle des Gedächtnisses. Untersuche die Höhle, die vor dem Schloss erschienen ist, am Seiteneingang. Kann man sie ganz bequem erreichen. Wie gesagt, da ist der Eingang. Kann man nicht übersehen, existiert allerdings nur in der Final Mix Version. Von Kingdom Hearts 2 im Original gab es das nicht. Da sind sehr starke Herzlose drin, die ihre eigenen Materialien haben, die ich eben für die Mogis brauche. Und ganz am Ende werde ich noch einen besonderen Ort erreichen. Da sind auch noch an sich sehr viele Schatztruhen drin, die eben noch fehlen in dieser Welt. Wo ich nochmal sehr seltene Materialien bekommen werde und noch ganz anderes Zeug und das ein oder andere Abilitamin und natürlich noch sehr viele Puzzleteile. Das alles und noch viel mehr gibt es dann im nächsten Part. Wahrscheinlich werde ich 2 brauchen. Ich habe damals im ersten Let's Play auch 2 gebraucht, weil die Höhle des Gedächtnisses verdammt groß ist.
wird es wahrscheinlich auch hier wieder zwei Parts dauern, bis ich da komplett durchkomme. Aber was soll's? Ich lasse mich hier nicht hetzen. So, 49 Stunden Spielzeit. Ich müsste jetzt auf jeden Fall stark genug sein, mit Level 65 da durchzukommen. Von meinen Abilities soll es eigentlich auch reichen. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Dann geht's in die Höhle des Gedächtnisses nach so langer Zeit endlich mal. Also, freut euch schon mal drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.